Hallo, hallo, ich muss erst mal den Kollegen vom ORB fragen, ob wir schon auf Sendung sind. Gibst du mir das Zeichen? Alles klar. Meine Damen und Herren, ich darf Sie hier heute begrüßen zu 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Ihlow. Wir haben ein tolles Wetter bestellt und allen Feuerwehrmännern, allen Feuerwehrfrauen, allen Gästen, allen Iloanern noch einmal einen schönen guten Morgen hier in Ilo. Der René Knuppe, der hätte sich lieber einen anderen Redner gewünscht, vielleicht den Günter Jauch oder den Gottschalk oder was weiß ich, aber da hat es in der Kasse nicht so richtig gereicht, deshalb muss ich das heute früh machen hier, ne? Das ist einfach so. Ne? Aber ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst heute keinen John Deere kaufen, ne? Ich bin heute freiwillig hier. Ne? Gestern Abend bin ich durchs Bierzelt gegangen und da sagt der Landwirt Ronald Schmidt zu mir, ach, das ist schön, dass du da bist. Warum sagt er das Wochentags nicht zu mir, ne? Wenn ich komme? Aber da will ich ihm was verkaufen und dann sagt er, Mensch, ins Kinder, was willst du hier bei mir auf dem Hof? Ne? So unterschiedlich ist das. Ich freue mich, dass ich hier heute überhaupt mal was zu sagen habe, denn wann hat man schon mal was zu sagen? Das geht vielen Feuerwehrmännern genauso wie mir auch. Ne? Zu Hause haben immer die Frauen was zu sagen. Bei uns ist es so, dass meine Frau die großen Sachen entscheidet, ich die kleinen. Aber ich kann immer noch entscheiden, was große und was kleine Sachen sind. Ne? Das ist der kleine Unterschied. Jetzt geht's gleich los mit unserem modernen bzw. historischen Umzug hier in Ilo. Die Fahrzeuge rollen langsam an. Ich würde vorschlagen, dass sich alle nochmal hier an diesem Löschfahrzeug hier, wo Werners Grüner dran steht, nochmal einfinden, sich alle nochmal ein Bier einschenken lassen, dass wir dann gemeinsam den Umzug beobachten können. So, die Spannung steigt, es nähert sich der Umzug, meine Damen und Herren. Es nähert sich das Einsatzleiterfahrzeug, meine Damen und Herren. Das ist dieses Fahrzeug mit den zwei blauen Leuchten rechts und links. Ja, und da sitzt der Amtsbrandmeister drin, der Frank-Uwe Wiedner. Ne? Er winkt uns jetzt hier zu.
Das ist ja wie auf Luthers Hochzeit hier heute. Ich finde das toll. Ne? Der Amtsbrandmeister Frank-Uwe Wien. Hallo, wir grüßen dich. Wir grüßen dich. Und seine Frau sitzt daneben, die ist Fahrer. Er kann wahrscheinlich nicht mehr fahren, weil er gestern Abend schon gefeiert hat. Ne? Es schließen sich an die leichten Mädchen mit den Fleming-Trachten. Nein, die Fleming-Mädchen mit den leichten Trachten. Ich hab's verwechselt. Ne? Die Bäuerin und der Spielmannzug aus Dahme. Der Spielmannzug aus Dahme. Gefolgt vom... Von Henkes Schwiegersohn hier mit altmoderner Technik. Und da sitzen die alten Amtsbrandmeister drauf hier. Mit der Knuppe und der Reichsold und wie sie alle heißen, der Kreisler und so weiter und so fort. Gefolgt vom Schröder, vom Knuppe und vom Walter Schiedner. Es folgt die Handdruckspritze vom Pumpenhersteller Wagner. Ne? Da sitzt der Sparfeld drauf und hier, guck mal, hier, ne? Die Spritzen in ihren Trachten. Ich muss das mal einfach so sagen. Die Spritze wurde 1905 gebaut und war im Dienst bis 1945. Hier in Ilo, jetzt kommt der Landwirt Schenkel mit dem alten McCormick, den will er umtauschen gegen John Deere. Der hat auch so eine alte Spritze da hinten dran hängen. Ne? Unser Feuerwehrfahrzeug hier aus Ilo, ein LF8 vom Typ Robur, wurde 1969 gebaut. Und hier ein historisches Fahrzeug, ein Typ W50, läuft hier in Ilo als Historienfahrzeug, wurde stillgelegt. Und wer kommt jetzt? Ach, sieht das toll aus. Sieht das toll aus. Eine Handdruckspritze wird hier geführt aus schöner Goldin aus dem Jahre 1852. Vom Pumpenhersteller Heiligenstädt aus Herzberg. Im Feuerwehrdienst von 1915 bis 1942. Pumpenleistung ca. 400 Liter in der Minute. Hier ist eine Bombenstimmung bei uns hier an der Kirche. Ich finde das toll. Na. Jetzt haben wir eine Handdruckspritze aus Dahme, Baujahr 1903, hergestellt in Luckenwalde. Stellt euch vor, in Luckenwalde. Na, vom Hersteller Köbe. Wenn das hier alles so stimmt, wie das auf meinem Zettel steht, dann kommt jetzt eine Handdruckspritze aus Langlipsdorf. Ist das richtig? Ist das richtig? Seid ihr die Langlipsdorfer? Ja? Also dann gut schlau, Langlipsdorfer. Ne? Ach, und die Feuerwehr auf Rohrbeck. Ist das richtig? Angeführt hier von Meister Krüger aus Elmersdorf. Ist das nicht schön? Ne? Und die Gräfendorfer, die müssen schieben, ne? Hätte euch der Lesing nicht einen Traktor bauen können oder was weiß ich, müsst ihr die Spritze schieben. Ihr kriegt aber bald ein Sondier und dann machen wir das. Dann ziehen wir die Spritze das nächste Mal durch immer kaputt. Was ist das? Ja. Das ist ein Löschgruppenfahrzeug, Garant 27, Phänomen vom Typ K30. Baujahr 1953. Ich freue mich, dass hier die Frau Knuppe mal so neben mir steht. Und Frau Knuppe, was hast du denn einfach dazu? Ja, wie morgen hier heute früh? Zwei, drei Worte dazu. Ein Feuerwehrfahrzeug, Sil AZ40, Baujahr 1977. Ein Kampfschiffsfahrzeug mit Staffelbesatzung, meine Damen und Herren. Er war im Einsatz in Russland und hatte einen Benzinmotor und einen Verbrauch von 70 Liter pro 100 Kilometer. Stell euch das mal vor. Damit würden wir heute keine Maschine mehr verkaufen mit diesem Spritverbrauch. Jetzt kommt ein Mercedes. Jetzt kommt die Feuerwehr
aus Hohensiefeld. Die Feuerwehr aus Hohensiefeld, wo ist denn der Frank Schulze? Der Frank Schulze ist der Fahrer, der hat vor 3-4 Wochen geheiratet. Ne? Das war ein tolles Fest und heute sitzt er wieder im Löschfahrzeug, ist für uns da. Früher wurden die Bauernmädchen geheiratet, weil sie kochen konnten wie Muttern. Heute werden sie geheiratet, weil sie trinkfest sind wie Vatern. So ändert sich die Zeit. Und jetzt die Elmersdorfer. Die Elmersdorfer mit ihrem neuen Löschfahrzeug. Ich muss den Zettel wechseln. Ich bin jetzt bei Nummer 16, ich bin hier bei Nummer 17. Ein Magikus-Holz von 1974. Ja, ihr seid mit den Typ Görlitz unterwegs, ne? Die Mehlsdorfer, ne? Die Mehlsdorfer, genau. Mehlsdorf ist ja zweimal vertreten, einmal durch die Feuerwehrlöschgruppe und einmal durch den Kneiper hier, ne? Der hat jetzt Löschfahrzeug, wo Wärmegrüner draufsteht, da könnt ihr alle nachher mal hingehen, ne? Und jetzt haben wir die Bollensdorfer, ist das richtig? Die Niendorfer, oh, dann hat sich der Knubbel hier verschrieben auf dem Zettel. Die Niendorfer. Ganz toll. Riedorf, alles klar. Ne? Aber jetzt kommen die Bollensdorfer. Die haben es extra für mich angeschrieben, weil die gesagt haben, oh, ob der Michaelis so richtig gucken kann, am Sonntag früher auch nicht. Ne? Die Maschine ist von 1934, ne? Da steht ja dran. Ne? Die Bollensdorfer. Ja. Jetzt fangen sie noch das Diskutieren mit mir hier an. Da steht ja alles auf dem Zettel drauf und ne? Wer kommt jetzt? Freiwillige Feuerwehr Niendorf. Einmal frei mit einem Pombacher Schutzspiegel drüber. Ich finde das toll. Ne? Noch, ne? Ja, du bist ja der Küchenbauer, der da draußen sitzt. Genau, du hast ja meine Küche gebaut. Da war ich stolz zufrieden. Da war ich stolz zufrieden mit der Küche. Ne? Von Behrendt. Eine ganz tolle Küche hat er mir gebaut. Und jetzt lassen mich so ein bisschen meine Zettel hier im Stich hier. Die Zuarbeiten habe ich auch erst heute früh gekriegt. Wollen wir mal schauen, was hier noch alles so liegt.